Willkommen zurück bei Pokémon Kristall und ihr seht, es ist immer noch Nacht. Ich habe weiterhin es nicht geschafft, nach 18 Uhr aufzunehmen, sondern ich nehme jetzt sogar um 20.19 Uhr auf. Family Guy läuft gerade nebenbei, yippie. Okay, und Greg Käfersammler hat angerufen. Guten Abend, Gold! Ich, Greg, bist du wach? Ich habe alle möglichen Bären gesehen, wenn du willst. Ja, Bären sind so schön und gut, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, jetzt zurückzulaufen. So, denn ansonsten müssen wir wieder gegen die ganzen wilden Pokémon kämpfen und das dauert mir einfach viel zu lange. Deswegen lasse ich jetzt einfach mal. Mein Pokémon, frisch gefangen! Okay, Ahmed, ich meine Ahmed. Oh man, zu viel Schulensblock hat mein Gehirn zerstört. Ja. Okay. Folgendes, unser Zubat hat keine AP mehr, das heißt, ich muss es verwirren, weil wir keine andere Option haben und dann muss ich Zubat austauschen. Das Pokécenter ist gleich nicht, ist gleich da. Wir sind gleich beim Pokécenter. Dauert nicht so lang. Bis dahin müssen wir noch durchhalten. Wir können ja auch nach dem Kampf auch ins Pokémon Center laufen und du unsere Pokémon erhalten und dann wieder zurücklaufen. Ich glaube, das machen wir auch dann. Weil ihr seht, mit so geschwächten Pokémon kommen wir nicht weiter. Und warum hat Schläger keine Wirkung? Quaps ist ein... Das war Hypnose, toll. Okay, Quaps ist... Ja. Ich dachte gerade, Schläger funktioniert nicht, aber habe ich die falsche Attacke eingesetzt. Oh mein Gott. Jetzt kommt auch noch diese Hypnose-Taktik. Okay, da wechsle ich und mache kurz einen Prozess Igelover und trinke mal ich trinke mal einen Schluck. Ja. Ah ja, habe ich schon erwähnt, dass es in dieser Edition AP bei den Gegnern gibt. Okay, das war jetzt scheiße formuliert. Ich sag's euch noch. In dieser Generation haben die gegnerischen Pokémon AP-Punkte. In der ersten war es ja noch so, da hatten sie unendlich AP-Punkte. Da konnte zum Beispiel ein gegnerisches Simsala immer Genesung einsetzen. Und es hat mich früher immer aufgeregt, besonders bei Sabrina und bei Champion immer. Die haben immer Genesung eingesetzt. Das ging mir damals so auf den Senkel. Da habe ich mir gewünscht, dass sie nicht mehr unendlich AP haben. Und genau das wurde in der zweiten Generation eingeführt, was ich sehr cool finde. Ja, also falls ich immer so ruhig sein sollte, dann liegt es daran, weil ich immer nebenbei Family Guy anschaue. Um mich selber noch ein bisschen ja zu unterhalten, damit ich ein bisschen fröhlicher in diesem Let's Play erscheine. Weil ich habe gemerkt, meine Let's Plays sind in letzter Zeit ein bisschen langweilig geworden, was mein Humor angeht. Und ja, das möchte ich jetzt damit ein bisschen, ja, verbessern. Wer ruft denn da jetzt schon wieder an? Ah, meine Mutter. Hi Gold, wie geht's dir? Ich habe beim Einkaufen ein nützliches Item gefunden. Und ich habe dieses dekorative Item von deinem Geld gekauft. Es ist in deinem PC, es wird dir gefallen. Ja. Wahrscheinlich ein totaler Müll. Da ist noch einer. Ich dachte, wir könnten jetzt sofort ins Pokémon Center gehen. Naja. Ich beherrsche beides, Angeln und Pokémon. Darum werde ich nicht verlieren. Doch, das wischst du. Okay, Angelo Merkel. Okay, Angelo Merkel. Oh, Goldini. Scheiße, gegen Wasser-Pokémon haben wir wenig Optionen gerade. Okay, dann mache ich jetzt Folgendes. Ich werde jetzt einfach mal... Igelover einsetzen. Haha, damit hat er nicht gerechnet, was? Ja. Ah, das war knapp. Okay. Tackle. Ah, ja, gut. Volltreffer war das sogar. Okay. Oh nein, jetzt ist uns Igelover auch verwirrt. Ich glaube, ich sollte mal einen Trank einsetzen. Ich hoffe, wir haben einen Trank. Haben wir einen Trank? Ja, wir haben einen Trank. Heilbude. Ach ja, das haben wir ja in den Alphorin gefunden, stimmt ja. Energiestaub füllt KP um 50 auf und ist bitter. Tja, damit wird unser Pokémon aggressiver gegenüber uns, aber es ist mir egal, denn Igelover entwickelt sich eh nicht durch Zuneigung, sondern unser Zubat entwickelt sich durch Zuneigung.
Daher ist es mir völlig egal, ob Stiglava mich dadurch hasst oder nicht. Es hat keine Auswirkungen auf die Attacken, außer auf Rückkehr und Frustration, aber die wird unser Iglava eh nicht beherrschen. Aua, hat sich selbst verletzt. Aua, Schnabel. Wahrscheinlich, weil es jetzt gerade wütend auf uns ist, deswegen verletzt sich selber. Jetzt reicht's aber, Iglava, ich hab dich nicht umsonst geheilt, ja? Gut, er macht gar nichts. Jetzt aber nicht selbst verletzen. Nein. Ah, gut. Okay, dieses Goldini ist teuer, als ich gedacht habe. Aber es hat ja auch Level 10. Okay. Zubat erreicht Level 11. Angela Merkel ist down. So. Aber wollte ich. Ich muss ihm eine Aslak-Stimme geben. Nee, Quatsch, dann hätte ich ihm Ahmed geben sollen. Ahmed! Ich hasse Ahmed! Okay. Gut, Nein, da ist noch einer! Ich habe gute Pokémon im Gras gefunden. Ich denke, sie passen ganz gut zu mir. Nerven die auch so wie du, oder was? Lass mich in Ruhe, du scheiß Teenager, ey, nach! Leck mich am Arsch mit deinem Felin. Was haben wir im letzten Part gesagt? Felio. Keine Ahnung. Felio. Was weiß ich, ich hab's vergessen. Der letzte Part, den ich gemacht habe, war 2 Tage her. Was nehme ich denn jetzt? Ich nehme mal Incognito, keine Ahnung warum. Ich habe jetzt irgendwie Lust auf Incognito Power. Und er macht unser Incognito ganz nass. Und darauf trinke ich mal einen Schluck. Okay. Die Kraftreserve, ja, zieht mehr ab, als ich vermutet habe, aber es wäre auch ein Volltreffer. Gut, ich setze es jetzt einfach so oft ein, bis es für Lino down ist. Wir brauchen mal einen Pflanzen-Pokémon, aber ich habe keins ins Team eingeplant. Ja, kill ruhig mal Inkognito, das ist eigentlich nur ein Opfer-Pokémon. Also nicht, weil es dumm ist, sondern weil einfach nur ein Opfer-Pokémon, weil es sterben soll. Nicht, weil ich es beleidigen will, sondern ja, weil es echt ein Opfer ist. Okay, jetzt nehme ich mal Knofenser. Knofenser! Okay. Haha, sehr effektiv. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich dachte, das... Und das wollte ich eigentlich auch nicht. Das war so nicht eingeplant. Und das war auch nicht eingeplant. Was soll denn das? Mist, ich dachte, ich könnte gewinnen. Okay. Yippie, hier sind wir. Auf Route, keine Ahnung. Und hier ist ein Typ. Wie macht es die Geschmackkräfte? Nee, Quatsch, dann gehe ich eine andere Stimme. Wie möchtest du die Geschmacksrolle der halben Fleckmann-Route vorbereitet haben? Würde ich jetzt nur 1 Million Fuckel-Dollar. Möchtest du sie? Ja? Ich dachte, die Kinder von heute werden stinkreich. Falsch gedacht. Verdwanzt. Okay, ey. Ist hier verstecktes Item. Haha, mein Instinkt trügt mich nie. Mein Pokémon-Instinkt, das hat mich noch nie so oft enttäuscht. Echt geil formuliert. Okay, Pokémon heilen und dann schauen wir uns die Route noch fertig an. Aber zunächst holen wir uns die Angel. Komm jederzeit wieder vorbei. Nein. Das ist ein hervorragender Platz zum Angeln. Du hast Leute beim Angeln gesehen. Wie steht's mit dir? Hättest du gerne eine Angel von mir? Ja. Hey, das höre ich gerne. Jetzt bist du auch ein Angler. Gott, der hat Angel. Angel ist toll. Probier es überall, wo Wasser ist, aus. Deine Pokémon, ja. Deine Angel aus. Sei es am Meer oder am Fluss. Gut, schauen wir uns erstmal das Item an, was meine Mutter für mich gekauft hat. Aufnehmen, es ist ein Supertrank. Naja, okay. Ein Pokémon tragen. Vielleicht ein Item, das sein Angriffswert verstärkt? ja, wenn du es gerne so hättest.
Haha, normalerweise falle ich hier immer drauf rein, weil ich immer direkt hier aus dem Ausgang hier nach Süden gehe. Und dann passiert es mir immer, dass ich hier diesen Trainer hier versehentlich anspreche, beim ersten Mal runtergehen. Dieses Mal ist es mir nicht passiert. Dieser Orden, er ist aus Viola City. Du hast Falk besiegt? Nee, weiß ich, hab den Orden nur geklaut. Ich bin Team Rocket. Siehe Team Rocket Let's Play. Oh, dann muss man wieder einen Schluck trinken. Moment. Ah, okay. Gut, Nebula kann Taubsi nicht treffen, dann nehme ich einfach mal Iglava. Zubat ist auch nicht die beste Lösung, weil Zubat eh nur den Glücksauger beherrscht. Daher ist wieder Iglava unsere einzige Option. Unser Nebula muss endlich mal eine andere Geistattacke erlernen. Nachtnebel zum Beispiel. Ich glaube, Nachtnebel lernst du mit Level 18, aber das kann noch ein bisschen dauern. Fluch wäre eigentlich auch nicht schlecht. Ich glaube, Fluch lernst mit Level 14, glaube ich. Mit Level 12 lernst, glaube ich, Horrorblick. Und ich habe immer noch keine Ahnung, ob es mit dem Emulator entwickeln funktioniert. Ich habe es selber noch nicht getestet. Aber ich glaube, ich kann es mal nach dem Part versuchen. Und dann sage ich es euch, ob es geht. Und wenn es nicht geht, ja, dann behalten wir einfach mal das Alpollo. Ich habe es ja selber schon mal verwendet. Ein Alpollo ist gar nicht so schlecht. Gang ist zwar schon besser, aber mit Alpollo kann man auch ganz gut auskommen. Okay, flambiertes Vogelfiech gibt's heute Abend zum Abendessen. Lecker. KFC. Und Level 16. Jetzt würde es sich entwickeln normalerweise, wenn es ein anderer Starter gewesen wäre, aber naja. Ich kenne meine Schwächen. Ja, deine Schwächen ist doch so viel Vogelfiecher. So. Dann schauen wir uns noch die Route an, ob wir auch alles mitgenommen haben, alle Trainer besiegt haben, weil da oben gibt es noch ein Item übrigens. Superball, das ist ja wieder super. Ah! Diese wilden Pokémon gehen mir auf die Latte. Felio hieß es, glaube ich, ne? Felio haben wir im letzten Part gesagt. Okay, Felio. Blutsauger. Ich glaube, ich versuche dich mal zu fangen, um dann Felio zu nennen, damit wir immer eine Erinnerung für uns im Team haben. Und vielleicht tue ich es auch ins Team rein. Also wirklich ins Team. Mal schauen. Ich hatte ja schon mal einen Mordler drin. Das war, glaube ich, nicht so besonders gut. Aber es ist Felio. Felio ist ein anderes Felino als andere. Gut, noch einmal Blutsauger und dann schmeiß ich den Pokéball. Oder nee, den Superball. Nehme ich gleich den Superball, weil Felio ein super Name ist. Okay, und jetzt, Felio, jetzt kommst du mal schön in den Ball rein. Einfach mal so, weil ich dich mag mit deinem fetten Grinsen. Es ist zu 90% drin. Jawohl. Warum habe ich zu 90% gesagt? Ganz einfach, weil ich klug scheißen wollte. Und es wahrscheinlich doch 100 waren. Sein Körper ist mit Schleim überzogen. Berührt man es, widerfährt einem ein stechender Schmerz. Dann wär's ja ein Gift-Pokémon eigentlich noch. Naja. Felio, Fisch, Größe 0,4 Meter. Gewicht 8,5 Kilogramm. Und natürlich gebe ich ihnen einen Spitznamen, damit wir immer den Namen in unserem Gedächtnis haben. Felio. Okay, Felio. Willkommen im Team, oder auch nicht. Ich glaube, hier ist nichts mehr auf der Route, aber ich schaue trotzdem noch nach. Und das ist Felios Schwester, glaube ich. Jawohl, weiblich. Keine Lust, ich habe deinen Bruder schon gefangen. Dann verschone ich dich jetzt einfach mal. Oder ist Felio männlich oder weiblich? Verdammt, wir haben Felio nicht dabei, schade. Naja, macht nichts. Haben wir dich schon? Ja, dich haben wir schon. Okay, dann haben wir doch alle Trainer erledigt. Hätten wir eigentlich nur diese Ether mitnehmen können, aber nein, jetzt haben wir halt eine Sicherheit. Ich möchte ja hier wieder gegen möglichst viele Trainer ankämpfen. Vielleicht auch gegen alle, wenn wir es genau machen. Bloß mit diesen Surf-Stellen habe ich ehrlich gesagt wenig Nerven und wenig Lust drauf. Da werden wir wohl ein paar, ein paar Trainer auslassen müssen. Und jetzt erstmal wieder ein paar Erfahrungspunkte für Zubat sammeln.
Ich habe euch ja im letzten Part gesagt, man sollte gegen alle Pokémon antreten. Vorhin haben wir es zwar ein bisschen ignoriert, aber da wollten wir zurück ins Pokécenter. Das war damals vorher eine Ausnahme. Und wieder ein Schlückchen trinken. Ah. Ich glaube, ich tue ein bisschen zu viel. Da habe ich bald so einen wässrigen Mund. Und das hört sich dann so an. Ja, okay. Ist nicht so besonders prasselnd. Gut, ich würde sagen. Hä? Vorher war die nicht da. Mysteriös. Wer bist du? Juhu, es ist Freitag. Stimmt, es ist echt Freitag. Ich bin Frieda vom Freitag. Schön, dich kennenzulernen. Hier Giftstich für dich. toll. Es gibt so ein Pokémon. Falsch gelesen. Oh, es ist gemein. Du wirst dich wundern, wie effektiv deine Giftattacken werden. Ja, danke. So, wir haben alle Trainer erledigt, noch schnell Pokémon heilen und dann geht's ab durch den Einheitstunnel. Und 12, 3, 4, 5, 6. Und Pokémon sind all kalt. Kommt jede Zeit wieder vorbei. Okay, jetzt geht's ab in den Einheitstunnel. Und zwar genau jetzt. Nein, Moment. Jetzt. Haha. Und es läuft wieder die Musik aus Alfruinen. Was ist das? Gold findet X Angriff. Okay. Oh, was für eine Überraschung. Ich habe nicht erwartet, hier auf jemanden zu treffen. Tja, so kann man sich irren, wa? Hier laufen mehrere Trainer vorbei, weil sie den zweiten Orden holen wollen. Wanderer Karel, der hat einen Onyx. Woher ich das weiß? Ganz einfach, weil ich kein Leben habe. Okay, Blutsauger. So müsste es schaffen. Ich glaube an dich, du schaffst es, dieses fette Onyx zu besiegen. Ich glaube, vielleicht auch nicht. Ich glaube, wir würden dann noch ein bisschen klug. So, ein verwirrtes Onyx ist immer gefährlich. Aber nicht gegen Zubat. So, Blutsauger. Selbst verletzen. Oh, verdammt, ich muss noch abdrücken. So, selbst verletzen. Ah, so stelle ich mir das vor. Sehr schön, Onyx. Bäm, Blut abgesaugt oder abgezapft. Ist ja wie eine Zapfsäule, man geht hin. Ich glaube, den Witz habe ich schon mal gebracht, ne? Mir gehen erstmal die Sprüche aus. Okay, mehr Family Guy anschauen. Oh, 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 Peter Griffin. Oh. Oh, aha, aha, okay, ich schau woanders hin. Jetzt mach ich dich fertig und nix und zapfe ein bisschen Blut von mir ab. Dann bist du kaputt und ich sing Scheiße, das weiß ich. Ihr müsst es nicht sagen, denn ich weiß es ja schon. La 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 la. Dieses Onyx hat sich gerade selbst verletzt, weil es so dumm ist und auch ein bisschen emo-haft überkommt. Okay. Ich glaube, es wird langsam ein bisschen zu viel für Zubat, aber ich greife trotzdem mal an. Abwechseln kann ich es ja eh nicht, weil es ja in einem Klammergriff gefallen ist, stimmt ja. Ach, jetzt läuft der Auspark. Ach, wie schön. Okay. Ja, es ist aber langsam auch mal gut mit dem Klammergriff. Ich hab's gecheckt. Hallo, ich hab's gecheckt mit dem Klammergriff. Was soll denn der Müll? Was soll denn der Müll mit dem Klammergriff? Okay, ich glaube, ich setze jetzt mal einen Trank ein. Ja, dieser Klammergriff regt mich auf. Jetzt nehme ich mal den Supertrank, den wir von meiner Mutter bekommen haben. Oh, ich hätte auch einen normalen Trank nehmen sollen. Naja, egal. Nicht so wichtig. So.
dieser Klammergriff, ich hasse dich langsam. Blutsauger! Dieses Onyx ist noch zäher als der Kaugummi letzte Woche. Oh, hey, ein Kaugummi! Oh Mann, ich treib's hier langsam mit dem Humor ein bisschen zu weit und ich hab Rotz in meiner Nase. Warum erzähl ich es euch eigentlich? Das interessiert niemanden. Rotz! Ich spüre ganz tief in meine Nase. Blutsauger! Ich sauge eben jetzt ein bisschen Blut aus seinem Adern raus! Oh nein, das ist nicht gut, das ist echt nicht gut. Oh Gott, ist das langweilig, das ist so langweilig. Ich wette es, wenn es trappt, dieses Bild hier. Boah, das ist ja ekelhaft. Oh. Okay, diese. Yeah, Zuberland Biss. Okay, auf diesen Moment habe ich schon lange gewartet. Oh, das ist mir gegeben. Boah, ist ja ekelhaft. Das ist echt lustig. Boah, ist das Oberparadies hier. Okay, ich glaube, dieser Ratzfatz müsste jetzt mit der neuen Bissattacke leicht zu schlagen sein. Also Zubat, beiß sie mal schön. Ah, schreckt sogar zurück. Theoretisch könnten wir Zubat einen Kingstein geben, dann würde die Zurückschreckquote noch weiter steigern. So, Sonnenbiss. Und dieses Zubat ist down. So, wer bist du? Du bist auf dem Weg nach Azalea City, nicht wahr? Lass meine Pokémon entscheiden, ob du eines Kampfes würdig bist. Welches Kampfes? Gegen Kai oder was? Ich bin ein Wanderer. Ich heiße Burkhard. Und ich schicke mir meinen Kleinstein ein. Dieses Grinsen von diesem Wanderer-Sprite. Das verfolgt mich noch. Bis heute, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Mit 7 Jahren, glaube ich, war es. Nee, mit 7 Jahren konnte es gar nicht gewesen sein, weil ich das Spiel. Ich glaube, es war mit 8, 9, 10 Jahren, glaube ich. Ich glaube, mit 10 Jahren war es sogar. Als ich dieses erste Grinsen von diesem Wanderer gesehen habe. Ist ja ekelhaft, dieses Grinsen hier. Okay, ich glaube, wir haben. Jawohl, wir haben noch einen Trank. Jetzt heißt es Pimp mein Zubat. Die neue Serie auf MTV. MTV. Ich meine MTV, nicht MTV. Naja. MTV. Oh mein Gott. Ich glaube, mit meinem Humor, werde ich ein bisschen schlechter rüberkommen in meinem Let's Plays. Ich bleibe serious. Okay, ich bleibe serious. Krawatte lockern. Okay. Ich bleibe serious. Okay, Wanderer Burkhard setzt das Kleinstein ein. Gestein-Boden-Pokémon. Haben wir, glaube ich, schon oft genug gesehen in einem Let's Play. Okay, das war jetzt ein Volltreffer. Nicht schön, ich weiß, aber naja, wir können es nicht ändern. Es ist so geschehen und es ist auch immer das Geschehene. Was? Nein. Nein, das habe ich jetzt nicht gerade gesagt, oder? Oh Gott. Meine Formulierung ist total schlecht. Ich glaube, wenn mein... Habe ich eine deutsche... Ja, ich habe eine deutsche Lehrerin. Wenn meine deutsche Lehrerin das sehen würde, dann würde sie mir glatt eine 6 geben. Haben wir Zubat. Okay, Zubat kann nur Biss. Ich meine Blutsauger des vom Gegner. Können wir mit Biss ganz gut Erfahrungspunkte sammeln, indem wir diese Zubat jetzt einfach mal ausschalten. Oh, so stelle ich mir es vor. Zweifach zurückschrecken. Zurechtschrecken. Habe ich gerade zurechtschrecken gesagt? Ich kann so schlecht formulieren. Was? Ich formuliere so schlecht. Also wenn ich in Real Life irgendwas reden will, dann rede ich total flüssig. Aber wenn ich im Let's Play irgendwas sagen will, dann stotte ich immer. Das ist total scheiße. Ich glaube, das versuche ich mal schneller zu sprechen, damit ich nicht öfters... Weil es ist immer so, wenn ich kommentiere, dann versuche ich immer das Bessere zu sagen, was ich eigentlich sagen möchte. Da tue ich immer... Also ich denke meinen Satz.
möchte ihn aussprechen, fange auch an und dann mitten beim Sprechen denke ich es so, dass ich es anders formulieren könnte und dann tue ich es anders formulieren und dann fange ich zum Stottern an. Das ist bei mir so oft. So wie jetzt gerade. Und das ist schlecht. Und sowas möchte ich nicht. Super, super scheiße wird mein Pokémon noch immer. Das ärgert mich wirklich sehr. Dann kauf den Hyperheiler oder wechsel dein Pokémon. Es sei denn, du hast nur eins, dann kann ich dir nicht helfen. Ja, du hast zwei, dann könntest du doch dein Pokémon austauschen. Nur so als Rat von einem Profi, der das Spiel schon 10 Jahre spielt. Angeballert. Okay, bis... Dieses Morgon kann wahrscheinlich nur Smog oder Tackle. Tackle ist das Effektivere im Gegensatz zu Smog. Ich mag dieses total gerne. Habe ich schon immer gemacht. Schon seit Pokémon Gelb, Rot und Blau habe ich das immer gemacht. Dieses. Okay. Ich bin mal wieder nicht so serious in diesem Part. Irgendwie bin ich hier total auf total durchgeknallt irgendwie. Keine Ahnung. Ich möchte ja nicht durchgeknallt sein. Ich möchte ja auch einigermaßen serious rüberkommen. Ach, das war schon. Wir sind fast fertig mit der Höhle. Cool. Okay, dann bleibe ich für die restlichen 5 bis 10 Minuten noch ganz serious. Ich werde es euch zeigen. Der Kevin kann serious sein. Okay. Serious. Okay. Seriös. Gut, ich glaube, es ist schlecht. Nee, Quatsch. Okay, ich fange jetzt damit an, serious zu sein. Und zwar genau jetzt. Okay. Wir sind fast fertig mit diesem Einheitstunnel. Da sind, glaube ich, nicht so viele Trainer in dieser Höhle noch. 2, 3 Stück, glaube ich, noch. Mit diesen hier wahrscheinlich noch 3. Mit Licht jagt einem eine Höhle keine Angst ein. Bist du stark genug, jagen dir Pokémon keine Angst ein. Also, bist du stark genug, jagen dir auch Pokémon keine Angst ein. Das wollte er so formulieren. Und er hat neuen Pokémon, Magma wahrscheinlich. Vulpix, stimmt, der hat einen Vulpix. Kann ich mich noch gut erinnern. Ich glaube, mit Super können wir nicht mehr so heftig kämpfen. Da muss ich jetzt Nebulak mal einsetzen. Nebulak braucht ja auch noch ein bisschen Training. Ich versuche es mal mit Hypnose. Und die geht daneben, die Attacke. Das ist ja mal wieder super. Ey, normalerweise bin ich der den Gegner immer die Hölle heiß macht. Jetzt macht unser Nebulak sogar die Hölle extra heiß. Unser Nebulak brennt. Mist. Wir haben keinen Hyperheiler, glaube ich. Aber ich schaue trotzdem mal nach. Vielleicht haben wir doch irgendwas. Gegengift, Gegengiftbeere, Verwirrung, Paralyse, Blumendruck, Paralyse, Genauigkeit, Statusprobleme, haha. Okay. Das ist bitter, aber es ist mir egal. Nebulak entwickelt sich eh nicht durch Zuneigung. Sondern mit Level 28, nee, doch, Level 28, oder? Level 28? Ja doch, Level 28 und Tausch entwickelt sich Nebulak zu Gengar. Ich bin so dämlich, habe ich gerade Hypnose eingesetzt? Ja, habe ich. Okay, Schlecker. Gleich wacht Vulpix auf und dann macht er uns wieder die Hölle heiß. Da muss ich jetzt aufpassen. Ich glaube, ich setze einmal Groll ein, damit seine... Na, das war jetzt auch wieder dämlich. Ah, vielleicht auch nicht. Ich muss mal schauen, wie viel AP hat ein Blut eigentlich. Ich schau mal das Ganze bei unserem Eagle-Lever nach. Blut hat insgesamt 25 AP. Er hat Blut bereits einmal eingesetzt oder zweimal. Dann hat es nur noch 23, wir haben ihn nur 4 AP noch gesunken. Da hat es nur noch 19 AP, glaube ich. Jetzt hat es 19, 14 AP. Ich werde es so machen, dass Vulpix mich nur noch mit Tackle angreifen kann. 14, jetzt sind es nur noch 8 AP. Okay, ich muss mal wieder mein Pokémon heilen. Mit einem Trank. Verdammt, falsches Pokémon. Hier. Nein, falsches Pokémon. Ich sollte mehr aufpassen für das, was ich mache.
Okay, falsches Pokémon, naja. Tut mir leid, Nebulak, war mein Fehler. Bis. Ja, sieht so aus, als hätte Vulpix langsam keine AP mehr, deswegen setzt er so einen Schlag ein, um sich ein paar AP einzusparen, glaube ich. Mit seinem Tackle-Angriff. Kannst du nichts anderes außer Tackle, ich meine Glut und Rotenschlag? Ah, Ruckzuckieb, okay. Danke für die Info. Kurz vor deinem Tod. Also, Feuerspucke oder Udo wurde besiegt. Blitz. So, hier ist ein Item. Ich glaube, es müsste ein Pokéball sein. Aufwecker, okay, ganz falsch. Das kann. Okay. Felio ist wieder hier. Hallo Felio. Begleitest du uns sogar noch in den Einheitstunnel rein? Oh, du bist aber mutig. Komm, ich lass dich in Ruhe, weil du dich so angestrengt hast, uns zu verfolgen. So, hier ist noch einer. Ich glaube, der hat einen Fleckmon, oder? Um Pokémon zu finden, wandere ich durch das Land. Suchst du auch nach Pokémon? Dann bist du mein Rivale. Ich habe schon einen Rivalen, der ist Silber. Vorschlag, wenn du Silber schlägst, bist du mein Rivale. Ja, der hat einen Fleckmon, habe ich doch gesagt. Ich glaube, dieses Fleckmon können wir als AP-Station nehmen. Blutsauger. Ja, gib mir schön dein Blut her. Ouch, er hat mich mit Tackle erwischt. Voll heftig. So, nochmal Blutsauger. Schön effektiv und gib mir ab. EKP meine ich. Nicht AP, nicht EP, sondern KP. So, noch einmal oder zwei. Dann ist dieses Blackmon down. Und noch ein letztes Mal. Und der Trainer, der mein Rivale sein sollte, ist nicht mehr mein Rivale, sondern down. Ach, Level Ups gibt's auch noch. Als extra Preis noch. Satoru. Das ist doch ein japanischer Name, oder? Oh, mein Name ist Pokémon. Ich glaube, da waren die Macher zu faul beziehungsweise die Übersetzer waren zu faul, den Namen noch ein bisschen weiter in deutsche Namen umzuwandeln, aber naja. Man kann von denen nicht alles erwarten. Ich meine, die machen sich schon die Mühe, indem sie den Namen der Pokémon übersetzen. Ich meine, das ist auch schon ein riesiger Aufwand, alle 649 Pokémon zu übersetzen und sich Namen dafür auszudenken, deutsche Namen. Ich meine, man hätte sie auch einfach so lassen können, wie sie jetzt sind. Wenn wir zum Beispiel Onyx immer noch Aaron heißen oder so. Wenn Onyx auf Englisch Aaron heißen würde oder so, keine Ahnung. Ach, wenn wir schon beim Onyx sind. Hallo Onyx. Oder Aaron. Ich gehe mal auf Flucht, weil ich jetzt keinen Nerv habe. Wir müssen uns langsam mal einsparen. Es sind ja noch ein paar Trainer hier in der Nähe. Und außerdem müssen wir noch den Einheitstunnel fertig machen. Und das, wenn es noch geht, in diesem Part. Ich glaube, das ist doch nicht mehr so lange. Du bist entkommen. So, ich glaube, hier müsste noch ein Trainer sein, oder? Doch, keiner? Okay. Okay, X-Abwehr. Okay, ich glaube, jetzt wäre es ein perfekter Einsatz, eine perfekte Gelegenheit für den Schutz. Wir haben ja einen Schutz gefunden. Wo, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich glaube, es war im Knofenserturm. Kann mich aber auch irren. Egal, setzen wir jetzt einfach mal ein. So, hier geht's zu den Alfruinen zurück, wenn wir Surfer hätten, aber das werden wir später feststellen, wenn ich es euch zeigen werde. Wenn wir ein Pokémon haben, das Surfer kann. So, und hier ist der Ausgang. Gut, dann würde ich sagen, ich mache an der Stelle Schluss und dann geht's im nächsten Part weiter. Also, nicht verpassen, ciao Leute. Was heißt hier nicht verpassen, dass ich hier keine TV sehe? Okay, egal, bis zum nächsten Part, ciao Leute.